Also dann bist du in einen Graben gefallen? Ja, dann also ich bin dieser Schnur nachgelaufen und überall haben sie geschrien, oder? Weil sie Angst gehabt vor diesen Sachen, die so blutige Leintücher und die Leute verschreckt, ja. Oder? Und ich habe die immer weniger gehört und bin irgendwann einfach im Dunkeln in ein Loch gefallen und in dem Loch bin ich vergewaltigt worden, das erste Mal. Von einem Mann, der bei euch auf dem Camp war? Ja, das habe ich natürlich als sechsjähriges Kind im Dunkeln nicht gewusst. Mhm. Und ich bin relativ schnell ohnmächtig geworden. Ja. Sodass ich nicht so mitbekommen habe, was wirklich passiert. Und dann in meinem Schocktrauma überhaupt nicht mehr gewusst, um was abgeht. Ja. Ja. Und dann, was ist, also dann ist das passiert, die Akt, das das und dann? Genau, also dann weiss ich, als nächstes wieder werde ich rausgetragen von dem Mann. Okay. Von einem von diesen Männern und bin ins Schulhaus gebracht worden. Und dort haben sie uns dann Knie geschnitten. Uns Mädchen haben sie da auf beiden Seiten von der Knie einen Schnitt gemacht und gesagt, ihr gehört jetzt dazu, sind ausgewählt. Wir haben nicht gewusst, für was. Ich war in einem Schockzustand. Mhm. Und von dort an habe ich einfach die Angst hat uns so gelähmt und uns so, also sie haben auch gesagt, ihr macht das für Gott und wenn ihr das nicht macht, kommt ihr in die Hölle und dann könnt eure Eltern glauben euch eh nicht und also massivste Gewalt. Ja. Und dann ist das dann losgegangen, dass ich von einem zum anderen geschoben wurde. Also eine Weile lang dem quasi ausgeholfen haben. Oh. Und irgendwann hat er das nächste Mädchen genommen und mich weitergegeben als nächstes und das ist dann bis ich 11 war, so gegangen. Es waren ja auch mehrere Kinder, gell? Es bist ja nicht nur du, es sind ja, viele. Gewesen. Also es sind bis jetzt 18, die sich gemeldet haben. Und die Dunkelziffern weiss man noch nicht so. Ja, wir sind oft auch in Gruppen. Also wir wissen ja auch, wer dabei war und sich nicht gemeldet hat. Aber ich rede jetzt nur für mich. Aber die Schnitte hier, das waren eigentlich nur 5, die bei diesen Schnitten dabei waren. Ein Bub, der Ariel, der auch im Film drin ist. Und, und die anderen, nur die Mädchen sind geschnitten worden, wir 4 Mädchen. Ja. Ja. Der Film, den du jetzt gerade angesprochen hast, ist ein Doc-Film, der auf dem SRF gedreht wurde. Ja. Genau. Sehr das ist vor dem Donnerstag vor einer Woche oder so ist der gekommen. Ja. Ist ein ganz spannender Film, also kann ich euch allen nur ans Herz legen. Ich finde ihn super. Ich kann ihn nachschauen im Internet. Genau. Ja. Genau. Und eigentlich stellt man sich das ja total absurd vor, da passiert auf dem Camp, eigentlich, wo ja eigentlich eine schöne Atmosphäre ist und so, so grausame Sachen zu Kind und niemand sagt etwas und niemand merkt etwas. Ist doch also wenn du so sagst, dann ist es völlig absurd. Also, weißt, es ist absurd. Ja. Es ist völlig absurd. Es ist völlig gestört, dass Menschen, die einen ethischen Wert haben, die ethischen Werte mit den Füßen treten und einfach machen, was sie wollen, oder? Mit Kind. Es waren nicht wahnsinnig viele, auch nicht wahnsinnig viel auf das Mal. Es hat zum Teil gewechselt. Ich schätze etwa so 4 bis 5 immer. Und dann haben sie sich, oder? Dann haben sie sich, manchmal sind sie dann wieder gegangen und neue sind dazugekommen. Aber mehr oder weniger war das eine kleinere Gruppe von Männern, die aktiv war in dem pädophilen Ring, würde ich jetzt so mal sagen. Aber ich meine, es war auch für uns Kind nicht nachvollziehbar, was sie uns erzählen und was wir müssten glauben. Und zusätzlich hat einfach nicht übereingestimmt.